Thomas Schmidt, ich bin 53 Jahre alt, bin jetzt seit 6 Jahren beim Lyrik. Durch meine berufliche Erfahrung, dass ich schon 20 Jahre in der Zerspanung vorher tätig gewesen bin, ja, bringe ich viel Know-how mit, um auch beim Kunden, wenn ich vor der Maschine stehe, da eigentlich auch mit Rat und Tat gut zur Seite zu stehen. Als der RT100 XF rauskam, war es für mich eigentlich klar, dass so ein Kunde, der aus Langenberg, eigentlich der Top-Kunde dafür ist. Ja, der hat Bauteile, die 2, 3 Jahre am Stück laufen, in großen Stückzahlen, wo man sowas sehr gut testen kann. Also wir haben sowohl bei dem einen Bohrer Durchmesser und auch jetzt bei dem zweiten, den ich dort getestet habe, 3-fache Standzeiten gegenüber dem anderen Werkzeugen. Wir machen anstatt 300 Bohrungen, machen wir jetzt 900 Bohrungen und in einer viel kürzeren Zeit. Also wir haben eine Ersparnis von, ja, ich sag mal so, roundabout 15 bis 20 Sekunden pro Bohrung. An Zeitersparnis plus eben diese 3-fache Standzeit. Und das ist, ja, das ist einfach Wahnsinn. Mein Aufgabengebiet ist eigentlich die Automotive-Geschichte. Und da bin ich halt für Vorrichtungsbau, Ersteile zuständig und entwickle im Prinzip Spannvorrichtungen und fahre auch die ersten Prototypen bzw. Serienteile komplett ein. Was man hier ganz eindeutig sieht, ist es einfach, dass man, ich sag mal ganz grob, mit doppelten Schnittgeschwindigkeiten arbeitet wie mit Standardwerkzeugen. Vorschübe sind natürlich auch wesentlich höher wie bei einem normalen Hartmetallbohrer. Und da ist natürlich die Wirtschaftlichkeit schon, steht da ganz vorne im Vordergrund. Je mehr Zeitsparvolumen, das heißt, je mehr Material ich in einer kürzeren Zeit abtragen kann, umso weniger Laufzeit habe ich auf der Maschine und damit wird das Bauteil im Endeffekt günstiger. Grundsätzlich haben wir unsere Stammlieferanten. Einer mit der größten ist halt Lyrik, weil wir da halt über das ganze Portfolio gute Erfahrungen gemacht haben, was das Werkzeug angeht. Und halt auch, wenn es neues Werkzeug gibt, ja, das kann nicht verkehrt sein. Das ist jetzt kein Baumarktbohrer, sondern das ist wirklich, ja, präzises, gutes Werkzeug für einen angemessenen Preis.